Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer weiteren Folge Deltarune Chapter 2. Wir nähern uns inzwischen dem Ende und sind in der Villa der Queen. Und hier reisen wir jetzt durch. Im Moment mit Susie, Lancer und Birdly. Dieser untere Tisch wird für unsere Spezialgäste sein. Es gibt auf dem zweiten Stock eine Party für jeden anderen. Alles hier. Ist für euch ausgelegt, richtig? Keine Ahnung. Der Schrei, Ralze? Was? Ihr müsst nicht schreien. Nur weil ihr mein Outfit mögt. Was ist dieses Spiel? Ich fühle mich wirklich wie auf so einem fetten LSD-Trip. Oh, Chris, Susie, was kann ich für euch tun? Da fuck! Oh, Queen hatte keinen Raum für mich, also bin ich jetzt einer ihrer Butler stattdessen? Was zur Hölle, Ralsei, kannst du Lancer heilen? Oh, ist es kalt? Susie? Ich glaube, das kann ich nicht heilen. Was? Lancer ist... was? Lancer, Junge! Siehst du, jede dunkle Fontäne kreiert eine andere Welt. Eine Welt, in der eben auch die Bewohner den Willen der Fontäne reflektieren, aber... Die existieren in ihren eigenen Welten. Deswegen könnten sie nicht hingehören, wenn sie in eine andere gehen. Können wir ihm helfen? Ja, es gibt einen Weg. Die von Castletowns große Fontäne ist aus purer Dunkelheit gemacht. Solange sie da ist, kann jeder dort leben. Also wenn wir Lancer dahin zurückbringen, wird er wieder okay sein. Also Miss Mary weg, ja. Ja. Okay, Lancer, wir kommen wieder, ich versprech's, Buddy. Wenn wir Queen besiegen, können wir ihn retten. Ja. Mit mir aus dem Weg, Queen. Wird Noelle dazu zwingen, das zu tun, was sie will, und wenn Noelle das nicht will, könnte sie ihr Gesicht zu einem Roboter machen. Susie, könntest du mir dabei helfen, Noelle zu retten? Ich? Ich kann's nicht allein schaffen, aber wenn du mir hilfst, ich hab einen Plan. Ein Plan? Ich erinnere mich noch von Queens Tour von diesem Palast. Es gibt eine geheime Abkürzung zum dritten Flur. Während Chris dann die Queen ablenkt. Susie nimmt die Abkürzung, um Noelle zu erreichen. Und bringt sie zu mir auf dem Dach. Und da bringe ich sie zu einem sicheren Versteck. Und zusammen können wir dann Queen besiegen. Okay, wir versuchen's. Ja, perfekt, ich verpiss mich. Ich sehe dich auf dem Dach, Agenten. Ich kann nicht schnell übersetzen, Hilfe. Okay, ab geht's. Willst du das endlich abnehmen? Sorry. So, dann geht's jetzt wohl richtig los. Ja. Das sind Beine. Interesting. Und eine Portaltür. Trash Zone Cyberfield Mansion. Ich wollte nämlich noch... Ich wollte noch ein Secret nachholen, wenn das noch geht. Dann würde ich das jetzt machen. So, Adblock. Was?
weißt du, du hast die Falle gebaut. Ja, der Mauszeiger folgt dem, was ich da auf dem Boden mache. So, wir können beide schon verschonen. Und haben den Kampf damit schnell durch. Ja. Ich werde den Kämpfen möglichst ausweichen. Ich will einfach nur ein Secret nachholen, das ich schon versucht hatte zu erhalten, aber einfach nicht geschafft habe. Hui. Ich habe noch genug Zeit, so. Ja, wir laufen einfach mal ein bisschen. Hui, hui. Versuchen dabei nicht in lauter Gegner zu rennen. Ich würde gerne nicht gegen euch kämpfen. Jui, ich könnte das auch cutten, aber ich will euch halt einfach mal zeigen, wo das Secret ist. Ich bin behindert. Schaffe ich's noch? Oh Gott, close. Falscher Weg. Ja, ein, zwei Türen mehr hätten nicht geschadet, sag ich mal. Hui. Hier räumen mal wieder welche auf. Ich wollte die Rebellen unterstützen, aber sie sind nicht hier. Sad. Oh, scheiße, ein Gegner. Hui. Ich gehe davon aus, dass ich einfach kacke bin. Eins habe ich gehittet. Und Razzay hat dasselbe nochmal beeinflusst. Der Scheißangriff. Ich riskiere mal, das hier zu verschonen. Ich habe nur das Hintere getroffen, aber das reicht. Ich habe auch vor allem aufs Hintere geachtet, damit ich das eben los bin. Oh. Ich kann auch einfach Pacify machen. Hui. Na dann, hier geht's noch weiter. Digga, der Weg ist ein bisschen arg lang. Hier ist es. Ja, diese Stelle. Oh, ich wurde hier hingesetzt. Ist das richtig? Nö, das ist einfach nur... Wie schafft man's denn ganz runter? Hier kann ich nicht lang. Das stoppt nur die hier. What the fuck, wie geht das? Geht's irgendwie leichter, wenn ich... Das schafft man so nicht.
schafft man nicht so. Da unten wär's. Ich glaube, das ist möglich, wenn ich noch ein bisschen mich geschickter anstelle. Ne. Ah, ich sag nicht geschickter anstellen und verkack komplett. Ja, so viel dazu. Du solltest auch ein zweites Mal drücken. Und jetzt Vollgas. Wir sind da. Bei einem sehr interessanten Secret-Raum, den man auch durch... Willst du mich verarschen? Fucking annoying dog! Den Raum kann man auch nochmal triggern durch was anderes anscheinend. What the fuck? Den Raum kann man durch irgendein Secret nochmal triggern. Und da bekommt man dann wie bei einem Secret in Kapitel 1 ein Ei. So, wir können dann zurück. Aber das schneide ich euch. So, back in der Mansion. Ich bin noch in einen Kampf geraten auf dem Weg. Die Musik ballert. Royal Pin sieht sehr krass aus. Big Shot Bowtie. Ich brauche Heil-Items wieder, hi. Talk. Rooksets Card? Rooksets, ich glaube, ich kenne den nicht. Ach, warte, meinst du diesen unerträglichen, den Mann, der ein Butler Supreme wollte? Ich glaube, dieser Mann ist gebannt. Und, könnte Verletzung erlitten haben als Ergebnis seiner, erwähne ihn nicht noch einmal. Wir reinigen immer noch die Würmer, die er auf dem Flur hinterlassen hat. Ah, mein Outfit, ja, der... Dieses Aussehen ist wirklich interessant, nicht? Schwarzer Anzug, farbige Gläser. Viele Leute haben bereits versucht, meinen Look zu imitieren, aber vergeblich. Manche gehen sogar so weit, dass sie mich kopieren wollen. Ja. Queen ist krass. Was? Aha. Interessant. Ah, vergib mir, dass ich mich noch nicht vorgestellt habe. Ich bin Swatch, der Kopfbutler unserer Lady. Wenn wir uns nicht ihrer genehmigen, Also, wenn wir gerade ihr nicht zur Seite stehen, ich und die anderen Arbeiter nutzen diesen Raum als ein Shop bzw. Café. Ja. Interesting. Ja. Gute Nachrichten, Leute. Wir gehen nochmal in die Stadt. Ich habe nämlich gerade was recherchiert, was ich mir gerade gedacht habe. Nämlich kann man ab diesem Punkt im Spiel den Secret Boss bekämpfen. Und das will ich auch machen. Dafür müssen wir allerdings im Westen
Genau, wir müssen Spamton wiederfinden, den wir ja bereits einmal getroffen haben. Was mich nur wundert, ich bin hier langgelaufen, bevor ich zurück zum Cast gegangen bin. Wo ist Spamton? Bin ich blöde? Wo ist Spamton? Der Keck hier sagt im Westen. Westen? Bin ich gerade dumm? Norden, Osten, Süden, Westen. Westen ist doch da, wo ich war. Irgendwo hier muss er dann sein. Oder muss ich dafür noch... Nee, dann wird der Typ mir doch nicht sagen, dass ich Spamton finden kann, wenn ich ihn noch nicht finden kann. Ich bin gerade verwirrt. Ich will gerade an den Ort laufen, wo Spamton den Kampf hatte und habe auf dem Weg noch einen Schatz gefunden. Nämlich schlicht und ergreifend hier drüben. War ich anscheinend nicht. Ich bin einfach durch die Stadt gelaufen und... hab eine riesige Toilette gefunden, die den Weg blockiert? Was? So. Ich hasse es, dass man auf dem Weg zu der Toilette gibt's einen Gegner, den kann man nicht ausweichen, Hin- und Rückweg. Und ja, ich hab's jetzt letztendlich rausgefunden, indem ich meinen Bruder gefragt habe. Toby Fox? Okay. Ich geb's zu, es ist offensichtlicher, als es aus seiner Beschreibung klang. Ich bin nur behindert. Hier waren wir doch... Das ist so offensichtlich, dass ich da sogar schon mal war, ich dummer Affensohn! Was? Du willst da allein reingehen? Ich mein, ja. Hey, ich bin Spamton, G. Spamton. Bye, bye, more talking escape. Unser Deal. Chris, du kleiner Schwamm. Ich wusste, du würdest herkommen in einer Samstagnacht. Immerhin willst du auch ein Big Shot werden. Aber wie kannst du das werden? Hör mir zu, in dunkelsten Tiefen der Queen Mansion. Da wartet ein krasser Deal. Designed vom wahren Chris. Das ist unser Einmal-Ticket, um dich, uns, groß zu machen. Wir werden, bevor du es weißt, durch die Stadt reisen in unserem krassen Lambo. Wir werden in Säure Urlaub machen, aber atme noch nicht. Es ist noch verschlossen. Du wirst niemals reinkommen. Oh, warte, hörst du diese Ballons? Du bist der 1000. Kunde, Chris. Ich werde dir Kiegel kaufen lassen. Für gerade mal, was glaubst du, es ist? Oh, ich piss mich ein. Es ist so ein toller Deal. Kauf es, schalt den Keller frei und hol dir die leere CD. Der Ritter. Ah, wenn wir schon davon reden, Chris, wusstest du das? Der Ritter? Nein. Ich darf nicht. Zu viele Ferientage. Mach Ferien in der verdammten Hölle. Ich, Freunde, Chris, du und ich sind bereits Freundesanfrage akzeptiert. Wir brauchen niemanden sonst. Wir brauchen niemand anderen. Wir brauchen niemanden. Mike, Chris, glaub nichts, was du auf dem TV siehst. Dieser Mann ist kriminell, ich sag's dir. Ähm,
Och Gott, man muss reagieren. Ah, da hätte ich zuschlagen können. Ja, 52 nehme ich an. Was ist diese Ausrüstung? Was zum Fick hast du da gekauft? Ich will's gar nicht wissen. Sie sagte sie oft, dass es Süßigkeiten wären, die du mit uns teilst. Schnauze, Chris. Was zum Fick haben wir gerade gekauft? Gar nichts. Ich habe vergessen, dass ich noch einen Slot bei jedem hätte. Dann kann ich ja doch noch recht sinnvoll hier sowas nutzen. Auf Deutsch, wir wurden abgezogen. Aber wir wissen jetzt, im Keller. Im Keller von Queen's Mansion können wir mit dem Zeug, das wir gerade gekauft haben, eine Disc finden. Und genau das wollen wir jetzt machen. Wenn ich den Weg in den Keller finde. Ich schätze mal, dazu muss ich... Ich sehe, ihr seid entkommen. Wer kann euch denn dafür bestrafen wollen, dass ihr meine tolle Villa sehen wollt? Ihr werdet eure Augen nicht von dieser Kunst nehmen wollen. Wir wollen nicht auf deine dummen Bilder gucken. Oh, das war nicht eine Empfehlung. Es war nur eine Warnung, Lemau. What? Hä? Was hat das gemacht? Interesting. Ich will trotzdem den Keller finden, aber ich glaube, das schaffen wir heute nicht mehr. Hier müssten wir safe sein. Jetzt weiß ich, wie sehr ihr meine Villa liebt, aber wir haben ein paar Regeln hier, die ihr befolgen müsst. Wischt eure Schuhe ab, habt Spaß. Respektiert die Vasen, habt Spaß. Duplication Error. Oh. Wir können auch mal gegen die da kämpfen. Wir können ihre Farben ändern. Ich habe irgendwie den Eindruck. What the fuck? Ich bin überfordert. Ja, wir können aber schon beide einfach verschonen, easy. Und meine HP sehen nicht so toll aus. Pottery not respected. Oh Gott. Es war so klar. Also, letztes Mal habe ich Coldify.
Hilfe. Ich bin überfordert. Null bei allen? Ich verstehe diese Gegner nicht, habe ich den Eindruck. Ich glaube, ich muss die alle irgendwie umfärben oder so ein Scheiß. Apropos so ein Scheiß. Die sind auf Null? Ich rall die Gegner nicht. Ich mach nochmal dasselbe. Ich muss die alle auf dieselbe Farbe bekommen. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Eins, zwei, nochmal zwei. Würdet ihr gerne die Bilder sortieren? Okay. Dann erste Frage, welches ist... mir eins nicht angeguckt. Timberly Task Task. Oh, es wäre das linke gewesen. Ich habe nicht hingeguckt. Ich bin überfordert von den Gegnern. Ja, wow. Ich bin so überfordert. Das ist viel zu viel. Was willst du? Ja, das Spiel ist einfach... Ach, ich hab's doch gesehen. Okay, Ratsay ist back. Weg mit dir. Oh, das war's schon. Ich dachte, man muss alle erwischen. Ja, eigentlich will ich jetzt langsam mal aufhören. Kommt ein Safe, bitte. Ist das ein Aufzug? Warum fahren hier fucking Autos? Hier geht's in den zweiten Stock.
Nee, da kann ich nicht durch. Na, komplett verkackt. Oh, ich mag das nicht. Verkackt. Doch nicht. Oh, so close. Ich werd grad echt überfordert in diesem Castle, not gonna lie. Ich bin der Hacker. Irgendwo in diesem Raum ist eine geheime Tür, glaube ich, aber wo könnte es sein? Es ist mir grad ehrlich gesagt scheißegal, ich will eine fucking Safe. Gib mir einen Safe. Und warum ist da so eine fette... Hier ist überall so Zeug. Wo könnte der Secret-Raum sein? Ja. Key gehen. Keller. Chris, du willst, dass wir hier bleiben? Meinetwegen. Wir sind im Keller. Hier haben wir das Keygen gebraucht. Und haben einen Safe. Ja, nächstes Mal erkunden wir dann den Keller auf dem Weg zum Secret Boss. In der Folge war einiges an Arbeit drin, deswegen hoffe ich, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und oder ein Abo da. Wir sehen uns hoffentlich wieder. Bis bald und tschö mit Ö.